connected. Auf der grünen Bahn, weiter auf der neuen Suzuki GSX-R 1202 PS und ein bisschen mehr als 200 Kilo. Also, wenn das keine geilen Werte sind, und wie gut, dass uns das zeigen, die beiden Jungs euch jetzt nochmal hier in ihrem nächsten Probelauf. Moin moin die Landratten, was geht ab? Blackies am Start mit einem neuen Drift-Vlog und mit dabei ist heute wieder Harz, oder? Was geht ab, mein Lieber? Heute soll es mal um ein ganz geiles Thema gehen, nämlich um Straßenrennen, legal, illegal. Ne? Viele kennen ja meine früheren Videos oder meine Videos, die schon 3 Jahre alt sind und in denen ich teilweise halt echt zu schnell fahre in der Stadt. Und früher war das einfach so, da hatte ich einfach noch nicht die Reichweite so, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Ne? Also ihr kennt das bestimmt, wenn ihr selber fahrt, wenn ihr mal in der Stadt seid und jetzt gebt ihr kurz Gas und seid auf 100 und bremst wieder runter, dann macht ihr euch keine 2 Gedanken darüber. Weil man halt nicht darüber nachdenkt, dass man das die ganze Zeit aufnimmt. Und zudem dann, dass das dann auch so viele Leute sehen. So, ne? Wenn ich jetzt ein Video hochlade, dann sehen das 50.000 bis 100.000 Menschen im Schnitt. Und dass man einfach eine riesen Vorbildsfunktion dafür hat. Hä? Warte, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Naja, nichtsdestotrotz gibt es eine geile Alternative dazu. Und das soll jetzt gar keine Werbung dafür sein oder so, sondern einfach meine Erfahrungen, die Lukas und ich hatten, als wir da waren, denn wir waren zusammen mit Suzuki, die mir übrigens von da auch die hübsche Maschine hier gegeben haben, da habe ich sie nämlich her, beim Suzuki Night Run, in der Nähe von Berlin war das, und ich zeige euch mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt, was wir da so erlebt haben. Viel Spaß damit! Wir sind hier beim Suzuki Night Run und das ist 8 Meilen Sprintrennen für jedermann. Marken offen und du kannst hier einfach herkommen und dein Bike auf dem Flugplatz in Neu-Hartenberg richtig austesten. Geiles Event, wir haben alle Spaß. Also es gibt auf jeden Fall ein bisschen Konkurrenz,
aber alles freundschaftlich und cool. Ich glaube, bei allen hier. Wer hier heute nicht dabei sein konnte, der kann auf jeden Fall zum nächsten Event kommen. Das findet schon in 2 Wochen statt. Da stoppt der Suzuki Night Run im schönen Odenwald in Moosbach auf dem Flugplatz. So, genau, habt ihr den Ausschnitt gesehen? Harzi, du hast ihn auch gesehen. Ja, ich fand ihn mega geil. Mega epische Aufnahmen. Ja, oder? Also ich fand das Video auch mega geil gemacht. Dazu muss ich auch mal sagen, das ist von einem geilen Kamerateam, mit denen ich schon zusammen in Portugal war, mit Suzuki, mit denen ich geile Aufnahmen gemacht habe. Und ich muss sagen, ich finde das selber als Creator so geil, ja, so geil, dass man einfach nur seinen Spaß hat und man fährt durch die Gegend und andere Leute nehmen einen auf und fliegen mit der Drohne und stehen mit der Kamera irgendwo in der Ecke und nehmen Detailshots auf und du kriegst das alles gar nicht mit und am Ende wird dir so ein Video vorgesetzt und du denkst so, tschüss, richtig schön, richtig geil, ne? Und da habe ich mich richtig gefreut. Ja, das ist ja wie bei Fotos. Fotos, die von einem gemacht werden, wo man das gar nicht mitkriegt, sind immer die geilsten. Ja, genau, weil die so spontan entstehen, ne? Genau. Genau. Einfach mega. Auch wie mein Instagram-Foto, das Christoph von 1000 PS gemacht hat. Shoutout an dich. Schau mal bei Instagram vorbei, wo ich in der Nacht den Burnout gemacht habe und der hat davon einfach ein Foto gemacht. So ein schönes Foto. Und der Kontrast von Blau und Rot, das sieht richtig, richtig geil aus. Na, weißt du, der Rauch war so ein bisschen blau, weil da so Flutlicht war nachts und wir halt Burnout auf so einer Metallplatte gemacht haben. Da wurde der Rauch ein bisschen blau und das Motorrad und das Rücklicht waren natürlich rot. Und das war einfach echt richtig geil. Und dazu muss ich jetzt mal sagen, dass einfach das richtig cool war und mega Spaß gemacht hat. Das war so ein Rennen, 0 bis 100, eine Messung. Da hatten wir so einen Gürtel mit so einem Gerät. Das kennt ihr bestimmt aus den Videos von JP, so ein viereckiges. Das misst, wann du anfängst Gas zu geben, also wann du losfährst und stoppt, wenn du, also wie du es einstellst, bei 100, 150, 200 oder so. Und wir haben 0 bis 100, wir haben 0 bis 200 gemacht. Und wir haben Achtelmeile Rennen gemacht, wer gewinnt. Und das ist einfach richtig geil, weil jeder von uns ist ja Motorrad oder Auto begeistert. Und da will man auch mal gucken, wie viel geht da, wie kann ich Gas geben, wie macht das Spaß. Und Stadt geht gar nicht, Landstraße ist schwer, Autobahn geht, aber es ist auch viel Verkehr und du kannst halt nicht von null starten, so, ne? Weil auf der Autobahn sind Autos, die sind da. Und so mit dieser neuen Regelung mit illegalen Straßenrennen, alles ist ein Straßenrennen und du selber fährst ein Straßenrennen und dieser ganze Quatsch. Das ist ja mega lustig, dass du gegen dich selbst ein Straßenrennen fahren kannst, ne? Also dass das so ausgelegt. Ja, und dass Motorradfahrer Anzeigen bekommen für illegale Straßenrennen, wenn sie Wheelies machen, wo man so denkt, jeder, der ein bisschen in Physik aufgepasst hat, weiß, wenn das Vorderrad entkräftet wird, kannst du nicht mehr Vollgas geben, weil du sonst hinten rüberfliegst. Das heißt, du musst anfangen mit dem Gas zu spielen oder mit der Hinterradbremse und schon kriegst du nicht mehr die maximale Beschleunigung raus und das ist ja ein Grundbaustein von einem illegalen oder von einem Rennen. Ja, ne? Genau, aber wie gesagt, das ist halt eine mega geile Aktion und der Suzuki Night Run zieht weiter und ist in 2 Wochen schon wieder woanders und das macht auf jeden Fall mega Spaß. Wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal vorbei. Da kann man sich einfach anmelden, es kostet nichts. Das heißt, ihr fahrt da einfach hin, ihr braucht ein eigenes Bike, eigene Schutzkleidung und so weiter und dann unterschreibt ihr da so einen Wisch, dass die von euch Aufnahmen benutzen dürfen und hier und da, dass ihr, wenn ihr Unfälle baut, selber dafür verantwortlich seid oder so, irgendwie sowas. Und dann könnt ihr euch da anstellen, euch einen Partner suchen oder direkt zu zweit kommen. Da war zum Beispiel einer mit einer R1, der hatte seinen Sohn dabei, der ist auf einer 125er gefahren. So geil, voll süß und es sind halt super viele Zuschauer und du kannst was trinken und essen und so und es ist einfach echt ein geiles Event. Ne? Und es hat einfach mega Spaß gemacht. Also Harzi, falls du mal die Möglichkeit hast, das könnten wir auch mal gegeneinander. Weißt du, das macht halt Spaß. Ja. Guck mal, stell dir vor, wir könnten jetzt so ein 0 bis 100, so ein kleines Beschleunigungsrennen. Das macht doch Spaß. Aber du kannst es einfach im Straßenverkehr nicht machen. Und ich bin auch echt nicht dafür, dass man es macht im Straßenverkehr. Und deswegen ist so ein abgesperrter Flugplatz oder so perfekt. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Blackout hier auf der Rotenbach.
Dieter Slip auf der Grünbahn, beide auf dem neuen Suzuki GSC 1202 PS und ein bisschen mehr als 200 Kilo. Also wenn das keine geilen Werte sind und wie gut das ist, das zeigen die beiden Jungs euch jetzt nochmal hier in ihrem nächsten Probelauf. Aber du hast sowas noch nie gemacht oder so, nee, in der Art, ne? Also gemacht schon, aber nicht legal halt, ne? Also ja, genau. Auf der Straße mal, klar. Aber jetzt nicht auf dem Flugplatz oder so. Obwohl ich natürlich so einen Flugplatz auf jeden Fall auch bevorzugen würde. Denn da ist alles sicher. Ja, man, genau. Man kein... Und du hast viel Platz und du hast irgendwie einen Schiedsrichter, der sagt, wann es losgeht und so weiter. Und es ist halt super fair und macht mega Spaß. Also es ist ein geiles, geiles Event. Und das soll, dieses Video soll auch ein Appell bisschen sein und rausgehen an alle Street Racer, geht doch mal zu sowas. Weil weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin und Leute ballern an mir vorbei in Kurven mit Knie und Ellbogen down und so bla, und dann triffst du die an irgendwo und meinen irgendwie einen auf heftig zu tun und sagen, ich bin viel schneller gefahren und viel schneller unterwegs. Das ist alles krass illegal. Ich fahre auf der Landstraße niemals auch nur annähernd 50-60%. Ne? Ja. Weil einfach, du weißt nie, ist Dreck auf der Straße, Blätter, Sand, Kies, Öl oder so, da hast du verloren als Motorradfahrer. Hat jemand eine Panne hinter der Kurve, ist, überholt gerade jemand im Gegenverkehr, kommt überhaupt Gegenverkehr und so weiter. Ne? Also wenn ich Gas geben will, dann auf die Rennstrecke und wenn man so ein Beschleunigungsrennen fahren will, dann echt auf so einem Flugplatz, legal. Und da hat Suzuki einfach ein richtig geiles Event geschaffen, was sie jetzt auch öfter machen wollen. Oh, was hier passiert? Großräumig abgesperrt. Oh, sei rein. So, jetzt aber die Sache ist, hinter uns. Ja, die Sache? Was ich jetzt noch sagen wollte, ist einfach, dass viele immer denken, okay, es passiert schon nichts, wenn ich durch die Landschaft ballere. So habe ich auch mal gedacht, muss ich ehrlich sagen, bis vor kurzem. Rechts, ne? Wirklich, rechts. Das erste Mal wirklich einen Unfall hatte, wo ich wirklich einen Schaden von genommen habe. Danach denkt man über die Sachen ganz anders nach, finde ich. Absolut, ich glaube, das hat bei mir, spielt das auch eine große Rolle. Einfach, dass ich schon Unfälle hatte und mir halt das Bein, Schienbein, Wadenbein, Sprunggelenk, alles gebrochen habe. Und weiß, wie schnell das passieren kann und bei welcher kleinen, ja, Geschwindigkeit. Ne? Ich meine, bei dir war es ja auch nicht schnell und bei mir war es ja auch nicht schnell. Ich war ja 20 km/h oder so schnell und dann so einen Schaden davon gehabt. Und ich glaube, ja, oder bei mir ist es zumindest so, seit dem Unfall überdenke ich jede Art meiner Fahrweise ja mehrmals. Ich denke so, okay. Absolut, und auch ob du Schutzkleidung trägst und so, ne? Genau. Also ich meine, guckt euch das Wetter an, es ist Sommer und ich fahre immer in Kombi oder wenigstens Protektorenhose und Kevlarhose meine ich und Protektorenweste und so, ne? Jetzt habe ich mich hier verschaltet, hier schalte ich rum. Und das sind einfach Sachen, da denkst du auch erst drüber nach, wenn du älter bist. Und deswegen, ich weiß, ich habe viele junge Zuschauer. Und bevor ihr auf der Straße wie Verrückte durchdreht, sucht eine Alternative. Es gibt viele. Und ich sage euch, es ist das geilste Gefühl, Gas geben zu können, zu fahren, wie du Bock hast, bis zu deinen Grenzen zu gehen und einfach nicht auf den Tacho gucken zu müssen. Weißt du? Weißt du, wie geil das ist? Das und Harzi, du kommst auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr auch mit auf die Rennstrecke. Aber und dann wirst du auch sehen, wie viel Spaß das macht. Es ist einfach echt geil und eine coole Sache. Aber mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen, Leute. Fahrt vorsichtig, bleibt oben. Es sind diese Saison schon wieder viel zu viele Leute verunglückt. Das, ne? Auf jeden Fall zu viele, das stimmt. Und ja, danke für deinen Besuch, Harzi. Ich denke, das war das letzte Video von mir für diesen Besuch. Ich werde dich auf jeden Fall nochmal besuchen kommen. Ne? Da freue ich mich mega drüber. Schaut bei Harzi vorbei auf seinem Kanal, er macht geile Videos. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Falls euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie immer ein Träumchen. Sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, peace. Und, oh, ist das schwer hier, die Verabschiedung. Haut rein, ihr da dran. Pa, pa, pa.